Ja, hallo, mal wieder zu meinem Kombucha-Tagebuch. Ich wollte euch heute mal was zeigen, um einfach das nur mal gezeigt zu haben, wie das geht, wenn man sich Kombucha mit Saft machen will. Also ich wollte heute einen Kombucha mit Rhabarbersaft machen und einen mit so einem roten Meerfruchtsaft hier, einfach zwei Säfte mal gekauft. So, in dem einen ist ein bisschen Zucker drinne, macht aber nichts bei dem Rhabarber. Ich habe den nicht anders gekriegt, weil Rhabarber ist noch nicht die Jahreszeit jetzt. Genau, und das Erste, was ich jetzt erstmal mache, dann zeige ich euch erstmal, wie ihr den Pilz wieder saved, dass der wieder in Ordnung ist. Und ich habe jetzt drei Pilze von drei Gefäßen hier. Und als Erstes brauche ich da 300 Milliliter Ansatzflüssigkeit, um die erstmal nur, dass die quasi weiter gelagert werden können. So, und da will ich jetzt als Erstes mal hier von dem einen Pilz hier das abgießen. So, und dafür als allererstes wichtig ist immer noch mal Hände schön sauber machen, schön waschen mit warmem Wasser und dann den Pilz rausnehmen. Der Pilz kommt direkt hier in dieses Einmachglas. Und man sieht, hier oben hat sich auch wieder ein Pilz gebildet, so ein ganz dünner. Den tue ich aber weg, den brauche ich nicht, der bildet sich immer oben drauf meistens. So, der kommt nachher einfach in den Wurmkompost und gut ist. So, und der Pilz, der wirkliche Pilz, der ist hier, der wird jetzt erstmal unter kaltem Wasser abgespült. So, kaltes Wasser. Man den dann ordentlich intensiv abspülen und sauber machen. So, der kommt hier gleich weg. So sieht er dann aus hier. Ne? So, und den kann man dann schön hier in das saubere Gefäß rein. Das ist der eine jetzt. Jetzt gieße ich meine Kombucha-Flüssigkeit hier in den Topf. Das ist der spätere Kombucha. Jetzt mache ich das Glas weg und die Pilze drin sammeln. Nächstes. Hier ist es genau das gleiche, obwohl der hier ein bisschen größer geworden ist. Hier, dieser neue obere Pilz, das ist schon richtig so eine Schicht. So, die kommt aber ab. Wie gesagt, die brauche ich nicht. Hole ich den mal hier raus. Der hier ist schon recht groß. Also auch bei dem hier, der ist so gigantisch groß, richtig fett. Wer da die Hälfte von haben möchte, um selber Kombucha zu machen, sagt mir Bescheid. Mache ich euch gerne was ab. Also, solange das halt reicht. Ich will nur die Versandkosten bezahlt haben, mehr nicht. So, also. So schaut er jetzt aus. Also der ist schon richtig groß, ne? Also den kann ich fast durchteilen. Dann hat man zwei. Bei der Züchten, den tue ich jetzt hier mal einfach in das Glas rein auch mit. Wie gesagt, wer da was haben möchte, sagt mir Bescheid. So, das kommt auch abgeseiht hier. So, jetzt haben wir schon einiges. Hier ist auch wieder das gleiche. Hier hat sich auch wieder so ein neuer Pilz gebildet hier oben drauf. Kombucha-Pilz. Auch beiseite wieder abspülen. So, der Kollege ist ganz schön groß geworden. So, hier, der sieht auch wieder anders aus. Also die unterscheiden sich immer sehr. Bei dem hier. Ja, das ist auch super. Alles tolle Pilze. So. Ja, und jetzt brauchen wir 100 Milliliter gleich von der Ansatzflüssigkeit. Das ist jetzt auch gar nicht so wichtig, ob die sauber ist, weil die kommt ja wieder in Pilz mit rein. Deswegen gieße ich mir jetzt einfach hier noch 100, ein bisschen mehr, 300 Milliliter, also pro Pilz 100 Milliliter. Mache jetzt einfach mal hier ein bisschen mehr als ein Viertel Liter. Zack, so. Jetzt sind es ungefähr 300. Das Ganze hier wieder oben drauf. So, damit es unten reinkommt hier. Ein bisschen Luft da rausgeht. Oop. So, und dann können die Pilze da, sind die gesaved. Und man kann damit auch den nächsten Kombucha wieder angießen. Ich mache noch ein bisschen mehr rein. So. Das war fast zu viel. Das war ein Schluck zu viel. So, Kombucha-Pilze.
Ja, jetzt haben wir hier den Rest. Sehen, ob das Topf reicht. Da haben wir jetzt auch schon das, was ich haben möchte. Nämlich möchte ich jetzt immer einen halben Liter Saft und einen halben Liter Kombucha haben. Das soll zusammengemixt werden. Ich fange jetzt mal mit dem Rhabarbersaft an. Dafür passt es ja hier perfekt. Ich gieße es allerdings um. Wieder in den Topf. So, weil ich hier einen genauen Liter drauf habe, kann ich das sehen. So. Jetzt machen wir erstmal hier, achso, kleine Geschmacksprobe noch vorweg. Wie weit der Kombucha ist. Oh ja, der ist genau richtig. So, und jetzt kommt hier von dem klaren Rhabarbersaft. Fast gedacht, der ist trüb, weiß er nicht. Ein halber Liter. Und ein halber Liter Kombucha. Vorher ordentlich heiß ausspülen, ne? Jetzt kommt das Ganze hier rein. So, ganz wichtig ist jetzt, dass ihr wirklich bis oben hin vollfüllt, weil sich da ja im Nachgang noch Kohlensäure von alleine bildet. Das fermentiert ja noch ein bisschen weiter, sodass es wirklich bis oben hin voll ist, weil sonst bildet sich die Kohlensäure nicht so schön. Wenn man das jetzt schön zumacht, richtig schön fest zu. Der Kombucha konserviert es ja auch, da brauche ich nichts abkochen und nichts, das muss ja lebendig bleiben. So, mache ich schön fest zu. Das ist schon das ganze Geheimnis. Ja, und da bildet sich dann durch den Zucker, der jetzt noch im Kombucha über ist, deswegen müsst ihr darauf achten, wenn ihr den fermentieren lasst, dass der Zucker nicht ganz raus ist, bevor es in die Flaschen tut, dass da noch ein bisschen Kohlensäure sich nachbilden kann. Auch der Saft hat jetzt ja auch Zucker. Und wenn ich das jetzt so eine Woche oder ein bisschen noch länger stehen lasse, hat man so einen richtig schön kohlensäurehaltigen frischen Drink. So, Rhabarber mal hier rüber. Den nächsten. So, wieder Rhabarber. Einen halben Liter. Oh, da ist sogar ein bisschen mehr drin als ein halber Liter. Naja, egal. Oder mein Messbecher ist ungenau. Dann füllen wir wieder auf. Ein bisschen mehr als ein Liter, hatte ich eben auch. Und rein damit. Da war ich zu schnell. So. Jetzt kann man noch ein bisschen warten, bis der Schaum sich legt und noch ein bisschen Kombucha nachgießen. Wieder bis oben voll ist. Ja, reicht. Gut. Deckel drauf und haben einen ganz hervorragenden Rhabarber-Kombucha. Jetzt kommt der rote Saft. Da schaffe ich nur eine Flasche, das sehe ich schon. Wieder einen halben Liter rein. Und Action. Schön. Und voll. Wunderbar. Und wieder zu. Und jetzt habe ich noch ein Fläschchen stehen hier, weil ich mir schon gedacht habe, dass da so ein bisschen noch überbleibt. Muss ich aber nochmal eben ausspülen. Ja, so. Jetzt machen wir hier mal gucken, wie viel von dem roten Saft ich noch über habe. Vielleicht reicht es ja doch noch.
Weil das sind jetzt hier 500 Milliliter, brauche ich ein Viertel Liter und ein Viertel Liter Kombucha. Das sieht super aus. Jawohl. Können wir doch mal abfüllen. So hin. Ja, genau, so habt ihr jetzt gesehen, dass man sich mit verschiedenen Säften also das machen kann. Mein nächstes Experiment wird nochmal mit Apfelsaft. Jetzt wollte ich aber erstmal gucken, wie das mit so ein bisschen intensiveren Säften, obwohl dieser Apfelsaft auch, aber halt mit so roten Säften und Rhabarber finde ich immer sehr geil, da stehe ich total drauf. Das wollte ich jetzt mal ausprobieren, wie das ist. Werde ich euch dann nochmal berichten in meinem nächsten Tagebuchkapitel, wie die Säfte geworden sind. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie so ein Kombucha-Ansatz überhaupt funktioniert, dann könnt ihr im Tagebuch mal zurückspulen, so in Teil 1, 2, 3. Da habe ich es ganz genau beschrieben und das hat auch alles funktioniert, so wie ich es gemacht habe. Weil ich habe ja meine Pilze immer noch und wer jetzt Pilz haben möchte, weil mir sind eigentlich 3 zu viel, oder beziehungsweise ihr könnt von dem dann, da schneide ich euch dann einen ab. Gebe ich euch Ansatzflüssigkeit mit, weil die schmeiße ich jetzt doch hier weg, die sind zu klein. Dann könnt ihr gerne irgendwie unten im Kommentar oder auf Facebook bei die Waldgeister gerne Bescheid sagen, weil das ist echt, Kombucha ist total gesund. Es ist wie alle fermentierten Getränke gut für die Darmflora. Also da gibt es ja mittlerweile auch im Handel ganz viele und Bionade ist eins der bekanntesten. Ja, aber das kann man sich halt auch so selber machen und hat halt ein richtig tolles Getränk mit Kohlensäure, die von ganz alleine in die Flasche wandert, da braucht man gar nichts dazu tun. Und wenn man da auch größere Ansätze macht, habe ich auch schon gemacht in einem Video, mit einem großen Eimer kann man auch ganz viel auf einmal machen, dass man quasi nicht so viel Arbeit hat wie ich jetzt hier. Da braucht man halt dann mehrere Pilze für, die man sich dann Stück für Stück vergrößert oder anzieht. Und dann könnt ihr auch zum Beispiel in einem großen 10 Liter Hygieneeimer euch das anziehen und da große Mengen machen und dann eine ganze Kiste voll Kombucha machen, wenn ihr es wirklich gerne mögt. Probiert es halt erstmal aus. So. Ich glaube, den Geschmack mag nicht jeder, weil es doch recht herb ist und man muss auch mit den Säften halt experimentieren, was man so dazu packt oder ob man noch Wasser dazu packt und so. Und ja, probiert es aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und bis zum nächsten Kombucha-Tagebuch-Video. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie die schmecken. Macht's gut!